Vielen Dank für die Einladung und dass ich auch die Möglichkeit habe, ein bisschen unsere Erfahrungen am Hofgut der Mühle zu berichten, wie wir versuchen, eine wiederkäuergerechte Fütterung umzusetzen. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass die wiederkäuergerechte Fütterung eines oder die wichtigste Basis ist, um letztendlich gesunde Kühe auch zu halten und dann entsprechend auch über gesunde Kühe auch ein gesundes Lebensmittel zu produzieren und auch letztendlich hohe Milchleistungen zu erzielen mit sehr, sehr guten Inhaltsstoffen. Wenn wir uns den Faktor Stress nochmal angucken, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Phase, ist die Transitphase, beginnend 3 Wochen vor der Kalbung bis 3 Wochen nach der Kalbung. Und wir wissen, das ist eine sehr, sehr stressige Phase. Aber warum ist das eigentlich so stressig? Weil die Kuh hat im Trockenstand eine sehr geringe Leistung. Sie hat keine Milchleistung. Sie steht trocken. Sie hat eine Leistung für sich, aber auch für das wachsende Kalb. Und im letzten Drittel wächst das Kalb natürlich deutlich mehr. Und dann kalbt die Kuh irgendwann und dann erwarten wir eigentlich von der Kuh, dass sie wenig gefressen hat, also wenig Trockenmasseaufnahme hat. Und dann erwarten wir nach der Kalbung, dass die Kuh direkt relativ viel frisst. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Kuh und das funktioniert eigentlich nur dann sehr, sehr gut, wenn die Kuh sehr gut in die Laktation startet und reinkommt. Und wir wissen, dass der Laktationsstart, das heißt der Übergang von dem Trockenstand zur Kalbung und zur Geburt und dann zur Milchleistung hin, sehr, sehr starke Stoffwechselbelastung bei den Tieren verursacht. Und das ist relativ eine stressige Phase für die Tiere. Was die Kuh eigentlich am meisten machen muss, ist Gluconeogenese. Das heißt, die Kuh muss sehr viel Zucker bilden in der Leber. Und das ist letztendlich die entscheidende Größe. Wenn viel Zucker in der Leber gebildet wird, dann haben wir auch eine Basis. Also die Glucose wird dann ins Euter transportiert und da bildet die Kuh Laktose. Und über diese Glucosemenge, die im Stoffwechsel vorhanden ist und die in die Milchdrüse gesteuert wird, darüber wird letztendlich die Milchmenge gesteuert. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn die Kuh Zucker bilden kann in der Leber und nicht mit anderen Faktoren oder Prozessen beschäftigt ist. Und wir wissen, das sehen wir auch den Kühen an, das heißt, die Kühe mobilisieren sehr viel Fett nach der Kalbung, aber nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse, weil die Kuh auch einen hohen Bedarf an Aminosäuren hat. Und wenn die Lebergesundheit nicht gut ist, dann wird sie auch sehr viel Muskelmasse mobilisieren und diese Aminosäuren auch in den Leberstoffwechsel transportieren. Und dann sehen wir das entsprechend in niedrigen Milcheiweißgehalten, weil diese Aminosäuren eher in die Leber gehen und nicht als Vorstufe für Milchproteinbildung genutzt werden. Und dass man eine Vorstellung hat, wie das, was das jetzt wirklich für die Kuh bedeutet, habe ich hier mal verschiedene Studien mitgebracht, die das mal versucht haben, die relative Steigerung in Prozent auszudrücken im Vergleich kurz vor der Kalbung und dann im Vergleich zu 4 Tage nach der Kalbung. Und wenn man sich dann anguckt, wie der Glukosestoffwechsel, Aminosäure, Fettsäure und Kalziumstoffwechsel an gesteigert werden müssen, dann ist das schon sehr, sehr drastisch. Der Glukosestoffwechsel, der wird zum Beispiel um das Dreifache hochgefahren. Der Aminosäurenstoffwechsel wird verdoppelt, Fettsäurestoffwechsel verfünffacht und der Kalziumstoffwechsel vervierfacht. Das sind so die wichtigsten Anpassungsmechanismen im Stoffwechsel. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung für die Kühe und das schaffen die Kühe eigentlich nur, wenn sie sehr, sehr gut angefüttert sind, wenn sie sehr gut gefüttert wurden über die gesamte Trockenstehphase, beginnend früh trockenstehend und close-up, also kurz vor der Geburt und natürlich auch die Anpassung nach der Kalbung. Dann werden wir sehr gesunde Kühe haben, die auch hohe Milchleistungen erzielen und das über lange Zeit machen. Was unser eigentliches Problem ist, was wir in den letzten 40, 50 Jahren gezüchtet haben, ist eigentlich, wir haben, oder nee, eigentlich kann man weglassen, wir haben Kühe gezüchtet, die eine sehr, sehr hohe Milchleistung in den ersten 100 Tagen produzieren. Und wir haben auf Milchleistung in den ersten 100 Tagen selektiert. Und dadurch haben wir diese negative Nährstoffbilanz, das heißt diese negative Energiebilanz, aber negative Proteinbilanz, deutlich ausgeweitet von dem Umfang, also wie hoch diese oder wie negativ diese negative Energiebilanz ist. Und wir haben hier auch die Dauer, das sind die Laktationswochen, haben wir deutlich ausgeweitet. Und hier sind verschiedene Studien zusammengefasst. Hier sieht man alle Tiere in verschiedenen Studien. Die rote Linie, das sind unsere erstlaktierenden Kühe. Und die andere, die blaue gestrichelte Linie, das waren die Erstlaktationen aus anderen Studien. Und was man hier schon erkennen kann, je nach Management des Betriebes dauert es schon zwischen bei uns hier 9 bis 10 Wochen, im Mehrkalbskühe vielleicht auch 11, 12 Wochen, bis sie in einer positiven Energiebilanz oder Nährstoffbilanz sind.
Top-Betriebe bewegen sich irgendwie hier in diesem Bereich, wenn die Kühe eine positive Nährstoffbilanz integrieren oder in den positiven Bereich entsprechend übergehen. Und was wir wissen, ist, dass diese negative Nährstoffbilanz, das ist ein Risikofaktor für alle Erkrankungen, die wir kennen. Das heißt, ob das Hypokalzämie ist, Milchfieber, Leberverfettung, Ketose-Mastitis, alle Erkrankungen, die wir eigentlich kennen, aber auch ein Risikofaktor für Entzündungen, die, sag ich mal, im Stoffwechsel vorherrschen, die aber auch lokal an Organen vorherrschen. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese negative Nährstoffbilanz von dem Umfang und die Dauer deutlich zu reduzieren, dann werden wir es auch schaffen, das Krankheitsrisiko bei den Tieren deutlich zu reduzieren. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.